Moin Moin, meine Freunde. In diesem Video geht es um den Herrscher über Schloss Sturmschleicher, den Halbgott, der dieses erste Kapitel zum Abschluss bringt. Es geht um Godric, den Verpflanzten. Ihr findet Godric hier am Ende des Schlosses. Ja, und gleich geht's auch los mit dem Bosskampf, aber vorher noch eine kurze Warnung. Falls euch diese Warnung gar nicht interessiert und ihr direkt zum Bosskampf springen möchtet, nehmt hier die eingeblendete Zeitmarke. Wenn ihr diese Stelle erreicht habt, also den Wegpunkt Kammer auf Aufzugseite, dann bitte, bitte, bitte speichert euer Spiel ab. Falls ihr auf der PlayStation mit PlayStation Plus spielt, dann deaktiviert dafür die Synchronisierung eures Spielstands mit der Cloud und kopiert den Spielstand manuell in die Cloud. Das stellt sicher, dass der Spielstand nicht automatisch überschrieben wird. Diese Warnung geht auf einen möglichen Bug zurück, doch dafür muss ich kurz noch ein wenig Kontext geben. Von diesem Ort der Ruhe aus habt ihr zwei Möglichkeiten, zu Boss Godric zu gelangen. Der kurze und schnelle Weg führt über diesen Aufzug. Fahrt hier hoch und folgt dem Weg für ein paar Schritte. Lauft nun die Rampe hinunter und voilà, links geht es zum Boss. Der zweite und bessere Weg ist minimal länger. Geht vom Wegpunkt Kammer auf Aufzugsseite zurück zu dem Platz, auf dem ihr zuvor die ganzen Scharen von Feinden und Bogenschützen besiegt habt. Ignoriert sie aber nun und geht stattdessen links an ihnen vorbei. Besiegt hier die beiden Vögel und den Bogenschützen. Jetzt ist eigentlich auch der Weg zu Godric frei, aber geht erstmal hier rechts in diesen kleinen Raum. Hier trefft ihr nun Nephililu. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Sprecht mit ihr. Sie wird euch auf Wunsch beim Bosskampf als Assistentin zur Seite stehen und darüber hinaus ist sie Teil einer Quest, die leider ein wenig fehleranfällig ist. Ihretwegen und nicht etwa wegen Boss Godric bat ich euch darum, den Spielstand zu sichern. Ich komme darauf am Ende des Videos nach dem Bosskampf noch einmal zurück. Besiegt hier den Riesentroll und die Bogenschützen. Geradeaus geht es zum Boss, links zu dem Aufzug, den ich eingangs erwähnte, und rechts könnt ihr euch nochmal an einem Ort der Ruhe erholen und einen Wegpunkt setzen, falls der Boss einige Anläufe benötigt. Und bevor ihr den Bossnebel passiert, könnt ihr, wie eben schon angedeutet, den NPC Nephililu um Hilfe bitten und das kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Das Bossareal ähnelt dem Kampf gegen Margit. Ihr kämpft auf einer langen Brücke mit begrenztem Platz zu den beiden Seiten. Wie gegen Margit könnt und solltet ihr die Länge zu eurem Vorteil nutzen, ganz besonders im Fernkampf. Die Angriffe von Godric wirken ein wenig wie der Kampf gegen Margit, aber mit gezündetem Nachbrenner. Alles ist eine Spur gemeiner. Wie Margit ist auch Godric ein sehr fähiger Nahkämpfer. Das sind gute, aber gleichzeitig auch schlechte Nachrichten für alle Nahkämpfer unter euch. Zuerst die schlechte. Godric liebt den Nahkampf und er macht es euch wirklich nicht leicht. Die gute Nachricht, Godric hat weniger Resistenzen gegen konventionelle Nahkampfwaffen als gegen Elementare und Zauberangriffe. Elden Ring belohnt hier also Risiko. Trotzdem, die Warnung vor dem Nahkampf ist nicht unbegründet. Godric dominiert den Bereich vor seiner mächtigen Axt. Er setzt diese Axt in beiden Phasen dieses Kampfes unterschiedlich ein. Schwingt Godric in dieser ersten Phase die Axt über seinem Kopf, dann entfesselt er um sich herum einen kleinen Sturm, der erstmal nur harmlos aussieht. Steht ihr aber in der Nähe, dann wirft er euch um und fügt überraschend starken Schaden zu. Hier gibt es keinen wirklichen Konter, außer auf Abstand zu bleiben und zu warten, bis sich der Sturm widerlegt. Einen zweiten Sturmangriff nutzt Godric besonders auf mittlere und entfernte Distanz. Er zieht die Axt von unten diagonal nach oben und entlädt fast aus dem Handgelenk einen Wirbel, dessen Ausweichfenster sehr, sehr kurz ist. Ja, gelingt euch hier das Ausweichen, dann kann Godric diese Freude über einen zweiten direkt hinterhergefeuerten Wirbel gleich wieder zunichte machen. Was für eine Spaßbremse. Um erfolgreich auszuweichen, muss der Wirbel fast schon eure Nase erreichen. Apropos Ausweichen, schleift Godric seine Axt über den Boden, setzt er zu seinem Lieblingshieb an, dem schwungvollen Seitwärtshaken. Aber bildlich nenne ich diesen Angriff die Schleifaxt. Trifft euch dieser Hieb, richtet er verheerenden Schaden an. Achtet auf die Klinge auf dem Boden. Sobald sie sich anzuheben beginnt, solltet ihr ausweichen. Ihr könnt direkt in die Axt hineinrollen. Gelingt euch dies, seid ihr in der besten Konterposition gegen Godric und habt bis zum nächsten Angriff Zeit, ihm ins Kreuz zu schlagen. Einer von Godrics lässigsten Angriffen ist seine Fünfer-Kombo. Ihr erkennt den Beginn daran, dass der Boss mit zwei Händen Äxte weit hinter seinem Rücken schwingen lässt, bevor er die Äxte in drei schnellen Bewegungen zu den Seiten wirft und die Kombination mit zwei ausladenden Schlägen vor seine Füße abschließt. Unterschätzt hier besonders nicht die Reichweite seiner letzten beiden Wuchtschläge und sucht hinreichend Abstand.
Habt ihr ausreichende Distanz, dann seid ihr im Vorteil. Godric ist in dieser Animation eine ganze Weile gefangen und kann gut mit Fernwaffen bearbeitet werden. Ab und zu setzt Godric zum Sprung an, hält in der Luft kurz inne und landet mit einem heftigen horizontalen Schmetterhieb, dem ihr unbedingt ausweichen solltet. Hebt Godric seine Axt mit beiden Händen und klingelt zum Boden gedreht über seinen Kopf, dann bereitet euch für ein heftiges Erdbeben vor, das gleich doppelt einschlägt. Gebt Fersengeld und unterschätzt nicht die Wucht und Reichweite, besonders der zweiten Druckwelle. Seid ihr gerade im Nahkampf, dann versucht hinter dem Bosshaufen auf Abstand zu gehen, um noch rechtzeitig beiden Ladungen entgehen zu können. Fällt Godrics Lebensleiste auf 50% ab, dann reißt er die Hände mit zwei Äxten in die Höhe und greift vorübergehend nicht länger an. Nutzt diesen kurzen Moment der Wehrlosigkeit, um nach Möglichkeit in seinen Rücken zu kommen, denn sobald diese Animation endet und in eine Zwischensequenz übergeht, schlägt er mit seiner Axt vor sich auf den Boden. Im Rücken dagegen könnt ihr einige ungestörte Treffer landen, bevor es zur zweiten Phase übergeht und Godric sich zu einem Überfluss auch noch einen Drachenarm als Feuerspucker zulegt. Oh ja, das verspricht Spaß. In der zweiten Phase beginnt Godric stets mit seinem Feueratem, gebt also erstmal Fersengeld. Generell ist hier in Phase 2 der Nahkampf noch gefährlicher, wie ihr hier schon seht. Weicht ihr seiner Schleiferaxt aus, dann bleibt nur ein winziger Moment, bis Godric wieder irgendwas Fieses macht. Viele seiner Angriffe aus Phase 1 erhalten nun einen nervigen Feuereffekt oder noch einen zusätzlichen Angriff obendrauf. Den Bodenstampfer führt Godric nun dreimal statt zweimal aus. Auch der Sturm um ihn herum ist jetzt nicht nur feurig, sondern wird dreimal gewirkt. Und das dann auch noch mit zunehmender Reichweite. Der Sturmangriff ist nun ein Feuerball, dem genauso schwer auszuweichen ist wie zuvor den Windböen. Ja, und dann wäre da noch der Feueratem. Er hat förmlich eine absurde Reichweite und ihr könnt versuchen, gegen die Richtung über die Feuerwand hinwegzurollen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Das liegt auch ein wenig daran, dass Godric den Atem ein wenig auf euch zu richten scheint. Wollt ihr dem Feueratem komplett und ganz sicher ausweichen, dann müsst ihr ganz weit weg vom Boss weglaufen. Viel Abstand benötigt ihr auch für die Feuerkometen, die der Boss über euch hageln lässt. Wie gegen Margit empfehle ich auch gegen Godric eine Kombination aus Nah- und Fernkampf. Wenn der Boss seine Aktion auf Distanz ausführt oder er sich an Nefeli-Lu abarbeitet, dann könnt ihr ihn aus sicherer Entfernung angreifen. Für einen sicheren Nahkampf nutzt seinen Schleifachsangriff zum Ausweichen und für einen Konter. Dieser Angriff funktioniert in beiden Phasen des Kampfes, wobei ihr in Phase 2 weniger Zeit habt und euch womöglich rasch sehr weit in Sicherheit bringen müsst. Besonders in dieser zweiten Phase rentiert es sich sehr, wenn ihr zumindest auch über Distanzangriffe wie Zauberbogen oder Wurfgeschosse verfügt. Und vergesst auch nicht, dass ihr hier neben Nefeli-Lu auch wieder auf eure Geister zurückgreifen könnt. Ich nutze die Geister vor allem als Ablenkung, damit der Boss sich an ihnen abarbeitet. Wie schon in anderen Bosskämpfen senkt dies den Schwierigkeiten enorm, weil ein Teil der Bossmechanik euch gar nicht erst erreicht. Die Geister halten vermutlich nicht allzu lange, aber bedenkt, dass sie nicht nur euch vor Schaden schützen, sondern auch Nefeli-Lu. Falls im Kampf Nefeli-Lu stirbt, soll dies keine Auswirkungen auf ihre Handlung haben. Aber seid ihr ganz Gentleman und möchtet den Kampf dennoch mit ihr zusammen beenden, dann müsst ihr euch beeilen. Sie hält besonders in der zweiten Phase die feurigen Bossangriffe nicht allzu lange durch. Für den Sieg gibt es eine große Rune, das Echo des Verpflanzen und einen guten Schwung Ruhen. So, was jetzt noch bleibt, ist das Rätsel, um Nefeli zu lüften. Nun gut, im Anschluss an euren Sieg könnt ihr sie in der Tafelrunde finden oder auch nicht. Ihr findet sie hier links bei den Bücherstapeln. Auch hinter dem Schmied soll sie im Keller schon gesichtet worden sein. Bei mir ist beides nicht der Fall. Und damit euch sowas nicht auch passiert, habt ihr hoffentlich vor dem Boss einen Spielstand angelegt, sodass ihr es notfalls nochmal versuchen könnt. Ja, bei mir ist es dafür jetzt zu spät, aber falls sie mir nicht mehr über den Weg läuft, dann werde ich es wohl in einem künftigen Spieldurchgang besser machen müssen. Na, falls auch ihr Probleme mit Nefeli habt, oder noch mehr, wenn ihr sie selber lösen konntet, dann würde ich mich schon aus Eigeninteresse sehr über einen Kommentar freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch im nächsten Elden Ring Video wieder dabei seid. Denkt auch an ein Like oder Kanalabo, wenn ihr mögt. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und Bye Bye. Abo nicht vergessen.